Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die aktuellen Entwicklungen im Energierecht. Wir hatten jetzt im letzten Video uns zur EEG-Umlage schon mal geäußert, dass die Abschaffung zum 1. Juli beschlossen ist und auch im Energiewirtschaftsgesetz wiederum geändert wurde, dass diese Einsparung weitergereicht werden muss. Da ist aber noch ein bisschen mehr im Bundestag dann passiert und wird auch in der nächsten Sitzung noch ein bisschen was passieren. Wir haben das mal relativ ausführlich in unserem Podcast Energiekram besprochen in der neuen Folge, Nummer 43, glaube ich. Und ich will es euch hier auch kurz nochmal zeigen. Wenn ihr auf bundestag.de und dann auf Tagesordnung geht, könnt ihr dann hin und her scrollen über diese Seitenpfeile. Und ihr müsst dann zum Beispiel ein bisschen zurückgehen auf die Sitzung von Ende April, wo wir ja den Punkt hatten hier zur Kostenbelastung durch die EEG-Umlage. Das war der Punkt, den wir besprochen haben beim letzten Mal und der auch beschlossen wurde vom Bundestag, wo ja, das haben wir auseinandergenommen, die Absenkung der Umlage auf 0,0 ab 1.7. und dann auch das Weitergeben der Einsparung an die Verbraucher beschlossen wurde. Und neben diversen Anträgen, die alle erstmal in die Ausschüsse gegeben worden sind, hatten wir ja dann am Folgetag, am Freitag 11.50 Uhr, Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Und davon habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass es dieses Energiesicherungsgesetz von den 70er Jahren, 1975, noch gibt. Was damals ja auch schon rund um fossile Versorgungskrisen, damals war es vor allem das Öl, eingeführt wurde. Das soll dem Staat so gewisse Fähigkeiten geben, auf eine Versorgungskrise zu reagieren, Preise ein bisschen anzupassen im freien Markt oder auch gewisse Eingriffe in den Markt zu tätigen, durch zum Beispiel die Aufsichtsbehörden, wie Bundesnetzagentur und so weiter. Ne? Also verschiedene Fähigkeiten dem Staat geben, die man normalerweise in der freien Marktwirtschaft nicht hat. Ne? Wegen einem höheren Ziel, in diesem Fall Energieversorgungssicherheit. Wichtig ist, wenn ihr noch erwartet zu hören, was da passiert ist, es war ja nur die erste Beratung dieses Gesetzes, was jetzt geupdatet werden soll auf die heutige Versorgungsproblematik, vor allem natürlich rund um Gas. Erste Beratung heißt, hier ist noch nichts beschlossen worden, das wurde jetzt erst aufgerufen und in der nächsten Bundestagssitzung werden wir dann die zweite und dritte Beratung sehen, wo dann der Beschluss kommt. Ihr habt also noch nichts verpasst. Aber natürlich könnt ihr hier die Drucksache euch auch anschauen. Also wie gesagt, bundestag.de, Tagesordnung, geht auf diese Sitzung Ende April, dann könnt ihr hier auf die Drucksache klicken und dann müsste sogar... Genau, hier dieser Beitrag kommen. Das könnt ihr euch auch anschauen hier im Bundestagsmediatheksfernsehen, was da besprochen wurde. Interessant ist halt auch hier dann die Vorlage an sich. Da kann man also reinschauen. Das ist dann wie immer eine PDF, hier 42 Seiten lang, Gesetzentwurf. Und da könnt ihr euch anschauen, um was geht es eigentlich konkret in diesem Energiesicherungsgesetz, was jetzt angepasst werden soll. Da wird zum einen Artikel 1 dieses Gesetz selbst angepasst. Und dann kann man im Großen und Ganzen schon mal sagen, naja, es geht halt um ganz oft um, wie gesagt, so Eingriffsmöglichkeiten rund um die Gasversorgung. Es geht aber auch darum, den Import umzusetzen weiter, also sehr schnell dann über so schnelle Maßnahmen, wie gesagt, schwimmende Importterminals für Flüssiggas und solche Geschichten. Ne? Hier Preisanpassungsrecht, das spricht auch schon mal was Wichtiges an. Und wenn man dann weiter scrollt, findet man irgendwann den Artikel 2, den Artikel 2, der dann nicht mehr das Energiesicherungsgesetz, sondern hier das Energiewirtschaftsgesetz wieder anspricht. Auch da geht es um eine Außerbetriebnahme und Stilllegung von Gasspeichern. Also hier geht es wieder um Infrastruktur rund um Gas, Erdgas, wo es also ein paar Regelungen gibt, wo also am Ende, wie gesagt, dem Staat hier Rechte gegeben werden sollen. Dann Artikel 3, Gassicherungsverordnung. Das ist also wieder noch mehr operativ, die Gestaltung, wie das Ganze dann stattfinden kann. Ne? Mit diesen Verordnungen werden die Gesetze ja immer noch mal ein bisschen greifbarer gemacht und weiter definiert und dann auch schon das Inkrafttreten. Also auch das kann man sich anschauen. Hier Seite 4 bis Seite 19 von dieser Vorlage sind die gesetzlichen konkreten Anpassungen. Wer daran Spaß hat mit so juristischen Texten, kann sich das anschauen. Und ansonsten hier hinten natürlich dann die Begründung, ne? Die restlichen 20 Seiten Begründung. Und dann geht es ja bald weiter, wenn man dann wieder auf die Bundestagstagesordnungsseite geht und nicht zurückklickt, sondern auf dem aktuellen jetzt Stand jetzt geht, haben wir die nächsten Sitzungen. 11. Mai, 12. Mai, 13. Mai. Und da haben wir am 12. Mai gleich früh um 9 Ausbau erneuerbarer Energien, Energiewirtschaftsrecht. Erste Beratung, dann haben wir Gesetz, Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren.
Dann haben wir auch noch das Windenergie auf Seegesetz, also Offshore-Wind. Und dann haben wir auch noch mal weitere Anpassungen Energiewirtschaftsrecht rund um Klimaschutz, Sofortprogramm und so weiter. Ne? Also hier wird es spannend. An diesem Tag, frühs um 9, wird für eine gute Stunde darüber gesprochen, wie EEG und Co. weiter angepasst werden. Das sind dann die ersten konkreten Punkte, die aus diesem Osterpaket praktisch kommen. Na, während wir vorher nur die EEG-Umlage besprochen hatten, haben wir jetzt die weitergehenden Aspekte rund um die erneuerbaren Energien, die Energiewende und den Klimaschutz. Ein bisschen später haben wir dann auch noch am Abend die Änderung des Energiesicherungsgesetzes, zweite und dritte Beratung. Das sind dann die Beschlüsse. Während wir ja bisher diese Vorlage nur in der ersten Beratung hatten, das ist wie gesagt nur so das Aufrufen, haben wir das ja aktuell in den Ausschüssen. Hier kommen dann also auch die Beschlussempfehlung und Bericht des Klimaschutz- und Energieausschusses und dann noch der Bericht des Haushaltsausschusses, ob dieser Gesetzentwurf in Ordnung ist oder wie man vielleicht noch anpassen sollte. Und das wird dann hier in der zweiten und dritten Beratung beschlossen. Also werden wir an diesem Tag, 12. Mai war das jetzt, genau, am 12. Mai abends werden wir das Energiesicherungsgesetz beschlossen haben im Bundestag. Das kann man sich dann also schon mal vormerken. Und noch später des Abends, 21:35 Uhr, Einrichtung Sondervermögen Energie- und Klimafonds. Da haben wir auch wieder die erste Beratung, also nur das Aufrufen zum zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Energie- und Klimafonds. Hier geht es dann also um das weitere Geld, was für Klimaschutzmaßnahmen dann zur Verfügung steht. Und am nächsten Tag, 14:40 Uhr, Energiesteuersenkungsgesetz. Also am 13. Mai nachmittags Energiesteuersenkungsgesetz, wo es um die Energiesteuer für Kraftstoffe geht, die temporär abgesenkt werden sollen. Ne? Also wir haben es auch schon in der Presse gehört, die Benzinpreise, die Steuern auf Benzin, Diesel und so weiter, auf diese Kraftstoffe sollen ein bisschen abgesenkt werden für eine Zeit. Das wird dann hier auch in der ersten Beratung erstmal nur aufgerufen und dann in der nächsten Bundestagssitzung, die vielleicht sogar auch noch Ende Mai stattfindet oder dann halt Anfang Juni, da wird es dann wahrscheinlich beschlossen werden. Ne? Das ist wie immer ein bisschen mit Zeit versehen. Nur, dass ihr das wisst und das euch aufrufen könnt, geht auf bundestag.de/Tagesordnung. Da könnt ihr euch ja die Originaldokumente praktisch anschauen. Auch hier immer nur auf den Artikel klicken. Ne? Dann habt ihr hier so die einzelnen Artikel, ne? Hier Energiesteuer fürs Tanken, habt ihr so allgemeine Vorlagen und dann irgendwann hier auch die Dokumente zum Anschauen, wenn ihr dann genauer reingehen wollt. Auf die Weise könnt ihr euch damit beschäftigen, was hier aktuell läuft rund um die Energiewende, rund um das Energierecht im Blick auf Energiewende. Wichtig dabei ist natürlich immer, dass es auch konkrete Auswirkungen auf uns als Wirtschaft hat, Energiewirtschaft, aber auch auf uns als Energiekunde. Ganz klar. Und deswegen ist es interessant. Wir sollten das im Blick haben und uns auch ein bisschen selbst enablen, mit solchen Themen umzugehen. Das ist ja alles komplex, das sind Gesetze. Wer will sich denn mit Gesetzen auseinandersetzen? Naja, sollten wir schon ein bisschen. Es ist nun mal wichtig für unser heutiges Leben und unsere Zukunft. Keine Frage. Okay, wir versuchen das ein bisschen einzuordnen, also auch immer einfacher zu machen. EEG-Umlage ist jetzt durch. Wir werden dann Energiesicherungsgesetz und die Entwürfe für EEG und so weiter hier auch auseinandernehmen. Eine grobe Einordnung haben wir jetzt schon in unserem Podcast gemacht. Energiekram könnt ihr auf Spotify und Co. euch anschauen. Ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Und wir machen jetzt regelmäßig ja auch eigene Kurse, kurze Online-Seminare, zum Beispiel rund um EEG 2023. Das findet ihr auf n1.de, genauso wie unsere E-Books und unsere Videokurse. Da könnt ihr euch ein Ticket kaufen, zum Beispiel für solche Seminare. Und dann kriegt ihr einen Link auf eine Teams-Sitzung und dann sprechen wir mal 2 Stunden sehr konkret über das, was da gerade passiert. Auf demselben Weg könnt ihr euch auch allgemein Schulungen von uns für euer Haus einkaufen, wenn ihr aus der Branche kommt und ein Unternehmen vertretet. Wir wollen das ein bisschen digitalisieren. Wir wollen das ins 21. Jahrhundert holen, deswegen könnt ihr euch Tickets bei uns auch online kaufen und dann geht das möglichst automatisiert. Okay. Ansonsten nochmal ein klares Danke an euch als YouTube-Community. Nicht nur, dass wir jetzt über 5.000 Abonnenten hier haben. Ihr seid natürlich auch vermutlich diejenigen, die bei uns auf unserer Lernplattform einkaufen und der vergangene Monat, rund um den Relaunch unserer Online-Plattform und Lernplattform, war auch der mit Abstand erfolgreichste, den wir bisher je hatten in der Zeit meiner Selbstständigkeit und jetzt Unternehmertum. Danke dafür. Das ist auch wichtig, weil so eine Corona-Zeit und Co. gerade an Akademien auch nicht so völlig ohne Probleme vorbeigeht, weil Präsenzseminare
Naja, haben natürlich nicht stattgefunden. Und ich hätte gerne seit Beginn meiner Tätigkeit auch Präsenzseminare veranstaltet, hier in Mitteldeutschland praktisch. Aber geht ja nicht. Naja, okay. Ihr habt auch, glaube ich, kurz meinen Hund gesehen und jetzt auch gehört. Die freut sich auch drüber, wenn es mehr Leckerlis gibt, was natürlich von eurer Performance auf unserer Lernplattform abhängig ist. Okay, soweit mal ein bisschen zur persönlichen Nachricht da noch rundherum. Vielen Dank für alles. Und wir machen weiter, jetzt zum Beispiel mit energierechtlichen Themen in den nächsten Wochen. Alles klar, habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.